Herzlich willkommen zur Silvesterausgabe von eurem Reisemagazin. Heute garantiert mit Feuerwerk und ganz tollen Highlights, wie zum Beispiel Grüße von der Aura. Dann haben wir wunderbare Outtakes. Ich sag's mal gleich, mein Fehler war es nicht. Und drittens haben wir Itzi, einen feinen Cocktail für euch. Viel Spaß! Und jetzt kommen wir zur Aura. Unsere Aura ist auf Weltreise und die Gäste zusammen mit der Crew haben sich eine wunderbare Geschichte ausgedacht. Großes Herz zwischen den Jahren. Viel Spaß! Darf ich jetzt knallen? Hallo von AIDA Aura. Wir befinden uns gerade auf der Weltreise und haben zu einer tollen Aktion aufgerufen, nämlich spenden Sie für ein Kinderheim in Mindelo. Welcome to Mindelo! Viele Gäste haben wirklich daran teilgenommen und haben auch draußen bei ihren Landgängen noch mal ganz viel eingekauft und haben uns diese schönen Sachen alle übergeben. Und wir haben uns auch noch mal überlegt gehabt, eine schöne gemeinschaftliche Aktion mit den Gästen zu gestalten. Und wir hatten ja gerade den Künstler Anderson Farah an Bord. Und der hatte eine sehr großartige Idee, denn wir haben gemeinsam einen Freundschaftsbaum mit den Gästen gestaltet. Gespendet wurde ganz viel von unseren Gästen. Das ging über Kleidung, Süßigkeiten, Mahlsachen, Bälle. Wir haben so viele Spenden erhalten, dass wir das Ganze sogar geteilt haben und uns zu diesem Zeitpunkt schon überlegt haben, dass wir gerne den zweiten Teil dann noch einem anderen Kinderheim zugutekommen lassen möchten. Und da hatten wir uns dann schon mal so Rio ausgesucht. In Mindelo angekommen, haben wir dort dann den Kinderheimchef kennengelernt, Jean Gier, und auch seine Kollegin, die Jennifer. Die beiden haben uns dann rumgeführt, haben uns die komplette Institution gezeigt. Ich muss sagen, ich bin immer noch beeindruckt. Es war unglaublich großartig zu sehen, was er dort mit seinen Kollegen für die Kinder bewirkt. Es arbeiten dort 38 Personen in diesem Kinderheim, die wirklich nur dafür da sind, dass es den Kindern gut geht. Und diese Kinder kommen halt aus Familien, wo es zu Gewalt kam, zu sexuellem Missbrauch. Und die brauchen halt einfach einen neuen Zufluchtsort. Also sie bekommen Geld von Staat, aber das, was er sagt, finde ich echt beeindruckend, weil er sagt, aber das ist nicht genug, das ist die Basis. Die Basis ist, dass die Kinder hier schlafen, essen können und soziale Unterstützung bekommen von den Mitarbeitern. Aber er sagt, aber ich will, dass die Kinder, die hier wohnen oder hier bei betroffen sind, bekommen das, was seine Kinder auch bekommen. Insofern, er will auch, dass die Kinder... bisschen mehr machen können. Tanz, Gesang, Musik machen, dass das auch für die Seele ist, sagt er dann. Und wir hatten ja unseren Künstler Anderson Farah mit dabei und der hatte dann noch die großartige Idee und hat gesagt, wir könnten ja auch direkt hier noch was an eine der Wände malen. Das haben wir dann auch getan. Und dann hat er dort eine wunderbare Meerjungfrau an die Wand gemalt und wir haben das Ganze dann mit den Kindern gemeinsam ausgemalt. Die Kinder waren auf jeden Fall happy darüber. Also ich erinnere mich noch an einen der größeren Jungs, der hatte mir dann noch ein Herzchen gemalt mit dem Pfeil durch. Fand ich auch ein bisschen süß. Wie gesagt, haben wir unseren Rundgang beendet, haben uns verabschiedet von Jean Gier und auch Jennifer. Und ich muss aber wirklich sagen, das sind Eindrücke, die ich mein Leben lang nicht wieder vergessen werde. In Rio de Janeiro haben wir dann Kontakte geknüpft zu einem weiteren gemeinnützigen Verein. Und dieser Verein ist dann zu uns an Bord gekommen. Das sind Kinder, die in den Favelas wohnen. Und ich muss an dieser Stelle nicht erklären, dass in den Favelas wirklich auch die Menschen zu Hause sind, die nicht viel haben bis gar nichts. Und an Bord war es dann so, dass wir mit ihnen hier im Theater waren. Wir haben dann eine Lasershow mit Delfinen geschaut. Und dann haben wir noch eine Runde mit ihnen über das Schiff gedreht und wir haben sie natürlich zum Eisessen eingeladen. Man muss sagen, rückblickend für die Kinder war das wie ein Besuch in Walt Disney, haben sie mir gesagt. Wir haben ihnen dann natürlich auch anschließend, bevor sie das Schiff wieder verlassen haben, den zweiten Teil der Spenden mitgegeben. Und ich kann nur sagen, da hat man viele glückliche Gesichter gesehen. Dieser Spendenaufruf war mir persönlich ganz wichtig, denn man muss einfach mal sagen, uns geht es doch wirklich richtig gut. Das ist leider nicht allen Menschen auf dieser Welt gegeben. Und wenn wir doch wirklich da jeder von uns einen kleinen Beitrag zu leisten können, dass es auf der Welt
schöne, lächelnde Gesichter gibt, dann sollten wir das ganz dringend tun. Kommen wir zum Thema Outtakes. Also ich sag's gleich, an mir hat's eigentlich nie gelegen, glaube ich, denke ich. Guck mal. Geh los. Viel Spaß wünsche ich euch. Guck mal, viel Spaß. 15 Jahre, ich praktiziere zu sagen, Fützel. Pfütze. Ja. Nämlich im Halloween-Spezial. Und neben mir auch der Kollege, der Jan, der hat heute schon ganz viele Gespenster. Pfütze. Pfütze. Ja, und bin jetzt hier seit knapp einem Monat an Bord. Ja. Hallo. Genauso schön Ja, liebe Gäste, es ist geschehen. Und? Alles Disco? Bitte? Möchtest du Popcorn haben? Bitte? Nein. Weiß ich noch nicht. Möchtest du einmal mit der Klingel hier klingeln? Ja. Bitte? Ja. Gut. Liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich wollte jetzt den Glas doch nicht geben. Stößchen! Und der ist auch immer genauso fleckig wie meiner, aber ich mach den immer schnell weg. So, guck mal, das ist für dich, lieber Raphael. Darfst du auch noch einmal klingeln? Klingel noch einmal. Ich habe alles richtig gemacht. Kannst du das bestätigen, Darko? Du musst mit der Kamera so machen. Nee, nicht wackeln. Nee, nochmal, oder? Wir freuen uns mal, wenn wir die Wale schön rumpeln hören. Nein, die rumpeln nicht. Was machst du jetzt noch? Wir schlafen und noch Bilder anschauen. Ja, cool. Ja, die Wale rumpeln, aber die rumpeln doch, oder? Ja, rum, bum, bum, bum. Und wenn die gegeneinander stoßen, bum, 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 bum. Mega! Ein großes Familienpestplan. Pestplan. Familienpest. Ich muss sagen, Pfirsich. Das ist schwer. Ja, es ist jetzt 6:15. Cool. Willst du vielleicht nicht doch Popcorn haben? Nein. Auf die Plätze fertig, los. Genau, auf die Plätze fertig, los, aber immer nur ein. Oh Gott. Das war eine ganz schlechte Idee. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Da sieht man keinen Nasenhals, würde ich ja dann selber sehen. Was ist das, zu laut? Das weht so laut im Wind, dass man mich nicht sprechen hören kann. Mein Nasener, Tam Ihren und unseren Kapitän Vincent zur Falka. Eine halbe Standelung Charmant. Eine halbe Standelung. Oder in eurer Reisebüro. Wieder sonntags kommt's Primetime-Magazin. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, den richtigen Drink, wenn es 12 ans Anstoßen geht. Und da habe ich was für euch, den Itzi, einer unserer beliebtesten Cocktails. Und wie der geht, das zeigt euch jetzt der Barkeeper. Darf ich jetzt krachen? Ich bin Maximilian, Ihr Barkeeper, und heute machen wir zusammen den Kids-Cocktail Itzi. Der Itzi ist benannt nach einem unserer Maskottchen der AIDA, und um diesen zu machen, brauchen wir folgende Utensilien. Einmal einen Boston Shaker, bestehend aus einem Glas und einem Metallteil. Dann ein sogenanntes Poco-Glas. Und zum Abmessen unserer Zutaten einen Jigger bzw. Messbecher. Angefangen wird mit 8 Zentiliter Ananassaft, Orangensaft dazu. Jetzt kommen 6 Zentiliter Maracuja-Saft. Für die Säure kommen jetzt noch 2 Zentiliter Zitronensaft dazu, und zu guter Letzt wird das Ganze dann schön kräftig geshakt. Anschließend kommt der gemixte Drink in das Gästeglas. Und das besondere Highlight dieses Drinks ist, dass sich jeder Gast ein bisschen Blue Curaçao selber in das Glas schütten darf. Dadurch kommt dann ein schöner Übergang zustande. Zu guter Letzt kommt noch ein Strohhalm hinein und voilà, der Itzi. Set them world.
Und allen unseren Gästen, die jetzt gerade an Bord sind, wünsche ich tolle Silvester. Und alle, die wissen wollen, wie man Silvester zu uns an Bord geht und wie man da feiert, denen empfehle ich, ins Reisebüro zu gehen oder auf www.aida.de. Und jetzt habe ich mir verdient, es krachen zu lassen. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Die nächsten Ziele sind Livorno und Marseille. Noch ein Halt in Barcelona und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Palma de Mallorca. Und jetzt ist es soweit. Ihr habt darauf gewartet, jetzt kommen sie, die schönsten Bilder. Aber diesmal nicht der Woche, sondern die schönsten Bilder des Jahres. Mit toller Musik. Ich wünsche euch alles Liebe, kommt gut rein und bis zum nächsten Jahr. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich? Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed, but I am beautiful no matter what they say. Bring me down today.